Willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch mein Hörspiel gefällt, dann macht doch einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tavernengeschichten um 1600. Die Prophezeiung des Erzmagiers. Kapitel 1. Magische Rakete. Die Nacht im Dry Dock Inn war unruhig, voller Träume von Spiegeln und Magie. Ein neuer Tag brach an und mit Dornax, Wladimir, Shadow und Fadi machten wir uns wieder auf den Weg. Orks, Kobolde und der Magierturm waren nur der Anfang unseres abenteuerlichen Weges. Als wir die von uralten Bäumen umgebene Lichtung erreichten, spürten wir eine seltsame Energie in der Luft. In der Mitte schwebte ein magischer Kristall, dessen Glanz uns anzog. Plötzlich erschien ein Erzmagier vor uns, nicht der verbannte Totenbeschwörer, den wir erwartet hatten. Sein Gewand flatterte im Wind und in seinen Augen leuchtete eine uralte Magie. Aber etwas war anders. Er war nicht der, den wir erwartet hatten. Seid gegrüßt, tapfere Abenteurer. Ich bin nicht der Totenbeschwörer, den ihr vermutet. Ich bin der Befreite. Einst verbannt, jetzt befreit durch die Ereignisse, die ihr in Bewegung gesetzt habt. Fassungslos hörten wir ihm zu, als er uns von einer uralten Prophezeiung erzählte, die unsere Schicksale miteinander verknüpfte. Der Erzmagier bot uns seine Hilfe an, um das Unheil abzuwenden, das über die Nordmark hereinzubrechen drohte. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg, und unser Weg führte uns zu einem verlassenen Tempel, in dem sich drei verzauberte Spiegel befanden. Jeder Spiegel offenbarte eine andere Vision, eine mystische Reise durch die Geschichte der Nordmark. Im ersten Spiegel sahen wir einen Wald, der von einer dunklen Macht bedroht wurde. Geheimnisvolle Schatten bewegten sich zwischen den Bäumen und der Wald schien in endloser Dämmerung gefangen zu sein. Der Erzmagier erklärte, dass dies die Vision einer drohenden Gefahr sei, die es zu entschlüsseln gelte. Der zweite Spiegel zeigte eine Gruppe mutiger Frauen, die sich gegen das drohende Unheil erhoben. Sie trugen silberne Rüstungen und hielten glänzende Schwerter bereit, die Dunkelheit zu vertreiben. Der Erzmagier deutete an, dass diese Frauen eine entscheidende Rolle in unserem Schicksal spielen würden. Die dritte Vision war düsterer. Eine zerstörte Stadt, von der Dunkelheit verschlungen, erschien im Spiegel. Rauch stieg aus den Ruinen auf und die Schreie der Bewohner hallten durch die Luft. Der Erzmagier ermahnte uns, diese Visionen ernst zu nehmen, denn sie könnten der Schlüssel zur Rettung der Nordmark sein. Unsere Reise wurde zu einem magischen Puzzle, in dem wir die Teile der Visionen zusammensetzen mussten. Der Erzmagier führte uns durch die Geheimnisse der Nordmark und gemeinsam stellten wir uns einer unbekannten Dunkelheit, die über dem Schicksal der Region schwebte. Kapitel 2: Die Frauen in den Spiegeln. Unsere Reise durch die Nordmark führte uns immer tiefer in die Geheimnisse der verzauberten Spiegel. Der Erzmagier, der uns begleitete, enthüllte nach und nach die Geheimnisse, die in den Visionen verborgen waren. Jede Etappe unserer Reise brachte uns der Lösung des Rätsels und dem drohenden Unheil, das über der Nordmark schwebte, näher. In einem abgelegenen Tal stießen wir auf den ersten Hinweis, der die Bedeutung der düsteren Waldvision aus dem ersten Spiegel vertiefte. Ein altes Buch, versteckt in den Überresten einer längst vergessenen Bibliothek, enthielt eine Prophezeiung über einen uralten Waldgeist, der von dunklen Mächten korrumpiert worden war. Der Wald, den wir im Spiegel sahen, war das letzte Refugium dieses Geistes und die Bedrohung, die von ihm ausging, konnte die Nordmark in ewige Dunkelheit stürzen. Auf der nächsten Etappe unserer Reise erreichten wir eine majestätische Festung, die von mutigen Frauen verteidigt wurde, jenen, die im zweiten Spiegel erschienen waren. Der Erzmagier enthüllte, dass diese Frauen die Hüterinnen eines uralten Geheimnisses waren, das die Dunkelheit besiegen konnte. Ihre silbernen Rüstungen trugen die Spuren vieler Schlachten und ihre Schwerter leuchteten wie das Licht der Hoffnung. Um ihre Hilfe zu erlangen, mussten wir den Weg der Prüfungen gehen. Die Prüfungen waren schwer und gefährlich. In einem Labyrinth aus Illusion und Magie mussten wir nicht nur unsere körperlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch den Kern unseres Charakters. Nur wer die Prüfungen bestand, würde das Geheimnis der Wächterinnen erfahren und mit ihrem Wissen die Dunkelheit bekämpfen können. Der dritte Spiegel führte uns in eine von der Dunkelheit verschlungene Stadt. In den Trümmern dieser einst blühenden Metropole
fanden wir Inschriften, die von einem uralten Ritual sprachen, dem Schlüssel zur Bannung der Dunkelheit. Doch das Ritual verlangte Opfer, und die Frage war, ob wir bereit waren, das zu geben, was uns am liebsten war. In einem geheimnisvollen Tempel der Weisheit trafen wir auf eine uralte Seherin, die uns vor die Wahl zwischen Pflicht und persönlichem Opfer stellte. Die Entscheidung lastete schwer auf unseren Schultern, denn sie bestimmte nicht nur unser Schicksal, sondern das Schicksal der gesamten Nordmark. Die Frauen im Spiegel, die Hüterinnen der Hoffnung, rückten in den Mittelpunkt unserer Reise. Die Herausforderungen, die vor uns lagen, waren größer als je zuvor. Aber wir waren bereit, uns der Dunkelheit zu stellen und das Schicksal der Nordmark zu wenden. Kapitel 3 – Der nicht länger verbannte Erzmagier. Unsere Reise durch die Nordmark führte uns immer tiefer in die Geheimnisse der verzauberten Spiegel und der Prophezeiungen, die das Schicksal der Region in ihren Händen hielten. Der Erzmagier, unser geheimnisvoller Begleiter, lenkte unsere Schritte mit sicherer Hand und unsere Gruppe war entschlossen, das drohende Unheil abzuwenden. Der nächste Hinweis führte uns in ein abgelegenes Dorf, dessen Bewohner von einer unheimlichen Krankheit heimgesucht wurden. Ein uralter Heiler, der in den Wäldern lebte, verriet uns, dass die Krankheit das Werk einer dunklen Hexe war, die ihre Macht aus dem Chaos selbst schöpfte. Diese Hexe war einst eine Schülerin des verbannten Nekromanten und strebte danach, die Nordmark unter ihre Kontrolle zu bringen. Um die Hexe zu besiegen, mussten wir die Magie der drei Spiegel nutzen und die Macht der Hüterinnen der Hoffnung entfesseln. Unser Weg führte uns durch gefährliche Wälder, verwunschene Sümpfe und von Geistern bewohnte Ruinen. Mit jedem Schritt spürten wir die wachsende Bedrohung durch die Hexe. In einer Höhle, tief im Wald verborgen, trafen wir auf die Hexe. Ihr Zorn entfachte einen magischen Kampf, der die Elemente selbst zu verzehren schien. Die Hüterinnen der Hoffnung standen uns bei und der Erzmagier entfesselte uralte Zauber, um die Dunkelheit zu vertreiben. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, bei dem jeder von uns bis an die Grenzen seiner Kräfte ging. Am Ende haben wir gesiegt, aber nicht ohne Verluste. Fadi, unser treuer Gefährte, fiel im Kampf gegen die Hexe. Sein Opfer sollte nicht vergessen werden und der Erzmagier erklärte, dass Fadis mutiger Einsatz entscheidend zur Rettung der Nordmark beigetragen habe. Nachdem die Hexe besiegt und das Dorf von der Krankheit befreit war, kehrten wir zu dem magischen Kristall zurück, der uns zu Beginn unserer Reise erschienen war. Der Erzmagier verriet uns, dass der Kristall der Schlüssel zu einem uralten Portal war, durch das die Dunkelheit in die Nordmark eingedrungen war. Nur durch den richtigen Einsatz der Spiegelmagie konnten wir das Portal schließen und die Nordmark retten. Die letzte Etappe unserer Reise führte uns zu einem verlassenen Tempel, in dem das Portal versteckt war. Der Erzmagier lehrte uns die uralten Rituale, die notwendig waren, um die Magie der Spiegel zu nutzen. Die Frauen im Spiegel, die Hüterinnen der Hoffnung, standen uns bei und gemeinsam entfesselten wir die Kraft, die das Portal schloss und die Dunkelheit verbannte. In einem blendenden Licht verschwand der Erzmagier, nicht länger ein Verbannter, sondern ein Retter der Nordmark. Unsere Gruppe, gestärkt durch Opfer und Siege, kehrte als Helden zurück. Die Prophezeiung hatte sich erfüllt und die Nordmark konnte in einem neuen Zeitalter des Friedens und der Magie aufblühen. Unsere Abenteuer waren vorbei, aber die Geschichten der Frauen im Spiegel, der Hüterinnen der Hoffnung und des nicht länger verbannten Erzmagiers würden in den Legenden der Nordmark weiterleben. Und so schloss sich das Buch unserer Reise, eingemeißelt in die Geschichte der Welt.